Ich hoffe so sehr, dass dieses Video noch monetarisiert wird, ne? Hallo Freundinnen des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute gibt es eine neue Analysefolge von Charming Boys, Folge Nummer 2. Ich habe mir ein kühles Getränk gemacht. Holt euch auch eins, es ist so heiß. Falls ihr die gesamte Folge nochmal nachschauen wollt, gibt es natürlich den Link zu RTL Plus in der Infobox. Und Leute, ich möchte gerne nochmal was am Anfang sagen, bevor wir zur Folge und zur Sternzeichenauswertung kommen. Das gab es ja das letzte Mal auch noch. Übrigens danke für diese zahlreichen Kommentare. Ich war am Sonntag auf dem CSD in Wien. Und danach wurde klar, dass dort eigentlich ein Anschlag geplant war und der vereitelt wurde zum Glück. Und mir wurde ehrlich gesagt ganz anders, als wir diese Nachricht gesehen haben, weil es einem einfach nochmal so klar macht, warum wir da auf die Straße gehen und warum wir demonstrieren, warum CSDs ihre Berechtigung haben. Und deswegen wollte ich mich einfach mal bedanken bei euch, dass ihr auch diese Videos hier guckt, dass ihr dazu beitragt, die Sichtbarkeit von Queerness zu erhöhen. Das ist nicht selbstverständlich und ihr tut es. Und damit tragt ihr auch einen Teil dazu bei, dass Menschen verstehen, dass es was ganz Normales ist. Das war mir auf alle Fälle nochmal wichtig zu sagen. Ja, und bevor wir jetzt reinstarten, kommen wir kurz zur Sternzeichenauswertung, Leute. Leute, und dafür muss ich meine Brille aufsetzen, weil es war vorhin eine Arbeit, das alles zusammenzuschreiben. Ich glaube, ich habe wirklich 1,5 Stunden gebraucht. Kein Scherz. Dafür könnt ihr mein Abo da lassen. Oh, meine Brille ist ein bisschen dreckig. Freund in der Sonne, hier. Seid ihr bereit? Ich stelle euch die Top 3 vor und sage euch auch den letzten Platz. Ich bin mir nämlich sicher, dass der letzte Platz da ist, nur dass sie sich vielleicht ein bisschen weniger beteiligen. Ich weiß es nicht. Also, auf Platz 3 ist nicht nur ein Sternzeichen, Leute, sondern zwei mit genau gleicher Punktzahl. Und zwar, Trommelwirbel, ist das einmal Waage und Jungfrau. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2, damit hätte ich ja niemals gerechnet, Leute, ist der Steinbock. Und dann dachte ich mir, Silvi, in deinem Freundeskreis sind so viele Steinböcke. Wir nehmen das hier jetzt nicht zu ernst, ne? Jetzt kommen wir zu Platz 1. Und Leute, es war wirklich überhaupt kein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil die Steinböcke auch ganz weit vorne waren, aber auf Platz 1 ist der Wassermann bzw. die Wasserfrau. Ist es nicht der Wahnsinn? Herzlichen Glückwunsch auch zu Platz 1 und auch Platz 2 an die Steinböcke. Auf Platz 4 sind ja die Skorpione. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil sich einige Skorpione gemeldet haben, gesagt haben, wir werden immer gehatet. Genauso wie die Zwillinge, die waren auch nicht schlecht dabei. Welches Sternzeichen am wenigsten gerankt ist, sind tatsächlich die Krebse bei mir. Ich weiß nicht warum, aber das ist die Statistik, die kleine süße Statistik aus meiner Community. Was wir davon jetzt hatten, ich hoffe Spaß. So Leute, wir starten rein. In der letzten Folge sind Jan und Rudi in die Charming Suite gegangen und wir sind natürlich brennend daran interessiert, ob da was gelaufen ist und was da gelaufen ist. Skala von 1 bis 10, wie sehr sieht meine Frisur aus wie Mariah Carey? Mariah Carey? Mariah Carey nicht, das sieht total lieb aus. Er so, hä, was willst du mit Mariah Carey? Ich check's nicht. Philipp macht mir definitiv schöne Augen und er weiß, dass er das auch macht. Ja, ja, und Martin ist jetzt wieder bei Philippe angekommen. Sebastian ist Schnee von gestern, Leute. Komm her, du. Mein gepunkteter Tiger, oder? Ja, und dass Philippe aber noch andere Eisen im Feuer hat und vielleicht auch gerne kuschelt, das passt dem Martin nicht so gut. Dann, der Rudi hat sich wohl gedacht, oh, heute Nacht werde ich endlich mal gebuttert. Und der Jan so, oh, endlich kann ich mein Röckchen wieder hochziehen. Ja, was ist denn da jetzt gelaufen? Wie weit seid ihr gegangen? Ja, Jan, erzähl doch mal. Ist da jetzt wirklich was gelaufen? Ich glaube nicht. Wir hatten, es gab ein bisschen Vorsaft. Vorsaft? Nein, das war ein Scherz. Also. Nein, wir hatten eine richtig gute Zeit. Ja, aber jetzt mach doch Titten auf den Tisch, gab's einen Kuss. Das würde mich jetzt auch interessieren. Nein, es gab keinen Kuss. Es gab keinen Kuss? Ja, habe ich mir schon gedacht, weil ich glaube, dass Rudi ein bisschen überfordert war. Ja, das glaube ich auch, der war wirklich sehr überfordert. Was sagt denn Rudi dazu? Was ist denn gelaufen? Also, da war nichts. Gar nichts. In einem Moment haben wir halt beschlossen, dass wir jetzt auch fertig sind, wir jetzt schlafen wollen, haben unsere Knöchelchen zusammen reingedauert, haben geschlafen und es war extrem geil. Das war eigentlich das beste Einzelner, das ich jemals hatte in meinem Leben. Ach und so, nee. Ja, jeder Jack ist anders, Leute, ne? Ja, wieso nicht? Ich finde auch, das klingt nach einem intimen Moment. Ich gehe dahin, mich zu verknallen. Och, Jan! Ach, das freut mich echt ein bisschen, ne? Was kann über 20 cm lang sein?
gut in der Hand liegen und wird schon morgens gerne in den Mund genommen. Da haben die sich ja wieder richtig ins Zeug gelegt beim Texteschreiben. Diese Texte fühlen sich manchmal so an, als würde jemand so einen richtig kommerziellen, plakativen Junggesellenabschied planen. So mit Penisstrohhelm, Penisgummibärchen, hihi. Let's oversexualize everything. Aha. Jan, das machst du jetzt nicht möglich, oder? I can no more. Ich auch eine. Nee. Krieg ich noch mehr. Das ist mir ein bisschen zu groß. Das ist viel Möhre. Da passt doch nicht mal rein. Nee. Es ist schon ein bisschen funny. Das gleiche Problem kennen Frauen ja auch beim Bananeessen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte ganz lange eine Banane in der Öffentlichkeit nicht einfach so essen. Also so. Ich habe die immer abgebrochen, aber so reinbeißen, weil Leute einen immer dafür sexualisieren. Fuck off einfach. Jetzt kommt Martin zur Sprache, weil eigentlich haben sich Sebastian und Martin ja noch gar nicht ausgesprochen. Sie haben nur übereinander gesprochen. Ich finde ihn wirklich mit am attraktivsten hier drin. Das ist auch so richtig geile Haare, ne? Ja, Martin hat tolle Haare. Oh. Ist halt einfach mein Typ Mann. Oh. Habt ihr einfach Kommunikationsprobleme, Stefan? Genau. Ja, das glaube ich auch. Isst du nur diese Karotte oder hast du irgendwie auch Bock auf ein bisschen Ei? Ah! Ich muss ja leider zugeben, dass es schon auch ein bisschen meinen Humor trifft, ne? Steht da Mömmelmann in der Bauchbinde? Wow! Oh, ich werde jetzt schon irre, ne? 48 Stunden und ich werde irre. Ja, das ist mein tägliches Mantra, Jan. Vor allem, nachdem Taylor Swift diese Woche ihre Europatour verkündet hat. An alle Swifties da draußen, ich weiß, diese Woche ist sehr hart für uns. Wir müssen alle emotional stark bleiben. Lieber Aaron, pack die Badehose ein und wähle einen Charming Boy, mit dem du heute neue Tiefen erkunden wirst. Aaron darf sich ein Date aussuchen. Ja. Willst du heute mein Date sein, oder? Sehr gerne. Ich bin ready. Tim und Aaron. Ich hatte ehrlicherweise Angst, einen Korb zu bekommen. Weil du das hast ja schon mal gemacht hier. Ein Korb? Dir will ich keinen Korb geben. Das ist doch mal cute. Und jetzt hat Aaron, glaube ich, so ein bisschen Angst, Philippe vor den Kopf gestoßen zu haben. Ich wollte dich auch fast. Aaron ist so ein kleiner People-Pleaser, ne? Ich erkenne mich oft in ihm. Aber du bist der Lifeguard, du musst uns dann retten. Ich glaube, Aaron merkt so die Stimmung von Philippe darauf oder die Reaktion, weil er, glaube ich, auch sehr sensibel ist. Und dann hat er so direkt das Bedürfnis, ihn zu komforten. Wenn wir untergehen. Viel Spaß beim Blasen. Aber Philippe, du bist doch schon so gefragt. Du kannst ja jetzt nicht mit jedem ein Date haben. Also kann er schon, aber fair wäre es nicht. Ruhig. Ich werde es überleben. Ich muss übrigens sagen, Thumbs up, dass die sich da alle so gut eincremen. Das vermisse ich immer in anderen Shows, deswegen könnt ihr auch hier mal einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr Lust habt. Aber nur, wenn es euch gefällt. Ach ja, Philipp. Mich interessiert eigentlich nur, was die Wahrnehmung von Aaron ist, wenn es zurückkommt von Tim. Wie er denkt. Ja, okay, heiratet doch. Oh. Okay, Martin ist scheinbar instant eifersüchtig. Wie offensichtlich willst du mich eigentlich noch verletzen? Ich hab mich nicht auch. Hab noch nicht ganz, wie du auch. Teilen wir uns jetzt auch schon die Männer, oder was? Ja. Jetzt versucht das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, ne? Ja. Kevin erfreut sich einfach an dem Drama. Ich glaube, da baut sich auch gerade ein Vibe auf bei denen. Ja, und Philippe ist halt einfach so ein kleiner Social Butterfly, ne? Der ist jetzt bei Rudi. Ja? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also Philipp tanzt mir auch auf. Weißt du, alle sagen, ich tanze auf allen Partys rum. Dabei tanzen die alle auch auf anderen Partys rum. Und das passt dem Martin auch nicht ganz so gut in den Kram. Ja, wir flirten ja alle mal so ein bisschen, fummeln ein bisschen rum. Ja, ja, verstehe. Ja, das ist ja auch ein Dating-Format. Das ist da auf alle Fälle noch mal legitimer als sowieso schon. Aber Philipp hat ja wirklich hier jeden. Der kann, jeden? Ja, ja. Ne? Philipp springt ja, der ist dann so ein richtiger Reiter. Der Kevin, der Gute, der weiß schon ganz genau, was er tut, ne? Der möchte hier so ein bisschen Pfeffer reinbringen, glaube ich. Ich glaube, dass wir so harmonieren, dass wir das gewinnen könnten. Jetzt werden hier schon Allianzen gebildet. Ist wirklich so, weil ich sehe zwischen niemandem so ein Bündnis, wie wir das haben. Aber Kevin hat doch schon eine Allianz mit Jan. Ich könnte dir blind vertrauen. Ja, ich dir auch. Ja, ist wirklich so. Du musst ja gucken, wo man bleibt im Endeffekt. Ne? Deswegen denke ich mal, dass es illegitim ist, wenn man sich hier ein bisschen paktet. Kevin ist ein Stratege durch und durch. Kommen wir zum Date mit Basti und Tim. Du bist ja schon ein Entertainer. Ja, ich bin schon so ein bisschen der Klassenclown, da hast du recht. Das ist auch ein Schutz, weil in der Primarschule war ich immer einfach der Clown, weil es ein Schutz war. Ich wollte mich so schützen, weil wenn ich lustig bin, kann ich ja nicht schwul sein.
ich kann das schon ein bisschen verstehen, aber auch selbst wenn wir so Coping-Mechanismen haben, wie zum Beispiel, dass wir lustig sind, und das ist tatsächlich oft so, dass wenn man Leute entertaint und lustig ist, dass man da Unsicherheiten überspielen will oder andere komforten will. Ja, und das ist ja auch wieder auf Unsicherheiten zurückzuführen, aber ne, manchmal haben diese Coping-Mechanismen auch ihren Sinn. Und wenn das einem selber gut tut und das positive Auswirkungen auch aufs Umfeld hat, ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, finde ich. Man kann ja auch Strategien anwenden, um besser im Leben klarzukommen. Man kann, darf und wird auch immer Strategien im Leben anwenden, Coping-Strategien, die Unsicherheiten. Und es wird niemals komplett weggehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man irgendwann so zen ist, dass einen nichts mehr in dieser Welt aus der Bahn wirft oder nichts mehr, gar nichts mehr, nur ein Müh verunsichert. Wir sind ja alles immer noch Menschen. Also manche Dinge muss man, finde ich, auch gar nicht so erasen und löschen. Vor allem nicht, wenn man es nicht intrinsisch machen möchte. Also wenn man nicht selber das so machen will. Ich will halt die Gruppe unterhalten, weil dann hat die ganze Gruppe Spaß. People-pleasing. Seht ihr? Ich habe es gerade gesagt. Der Willkommen-Forten. Mann, Aaron, ich fühle das. Ich habe genau das Gleiche immer. Aber ich bin besser geworden, Leute. Ja, aber gibt es auch Momente, wo du für dich sein musst, wo so bist du jetzt, weil meine soziale Batterie ist irgendwann runter. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Also ich habe dich, glaube ich, noch nie gesehen, so 15 Minuten, wie du jemandem zugehört hast. Ich bin gerade im Schnitt und mir ist das beim Kommentieren nicht aufgefallen, deswegen, hello. Hat Timmy mir eigentlich gerade durch die Blume gesagt, dass Aaron nicht zuhören kann? Charming Boys! Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, gestern habe ich das genossen, weil ich so war so, meine Energie ist nicht da und du hast Energie und ich konnte das von dir so ein bisschen absorbieren. Ja, der Aaron, der ist, finde ich, ein gutes Energiebündel. Das ergänzt sich so schön. Das fühlt sich einfach gut an. Verteilt gerne seine positive Ladung. Ja, so sehe ich Aaron auch ein bisschen. Das war so schön. Und dann gab es auch ganz viele Korallen, verschiedene Fischarten. Oh, ich liebe ja Schnorcheln, Leute, ne? Das mache ich im Urlaub den ganzen Tag. Da bin ich glücklich. Einfach eine Runde schnorcheln, dann ein Eis Latte und vielleicht noch einen Melonensalat. Dann bin ich glücklich. Mehr brauche ich nicht. So, zurück in die Villa und zu Martins Problem mit Sebastian. Er ist 35 Jahre alt. Wenn du mit 35 Jahren irgendwie immer noch nicht den Mund aufkriegen kannst. Naja, also das Ding ist ja, das ist ja eine beidseitige Geschichte. Und ich hatte das ja schon in der letzten Folge gesagt. Beide reden übereinander, aber nicht miteinander. Und im Prinzip könnten ja beide miteinander sprechen. Wieso neben mir rumschleißt, aber nicht den Mund aufmachst? Also was ist das? Das würde ich mir tatsächlich mal wünschen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sebastian ist sehr verunsichert und pirscht sich so ein bisschen an Martin ran und will das so langsam inszenieren, also langsam das Gespräch suchen. Und Martin ist so ungeduldig und denkt so, komm jetzt. Bitte sagen, was das für ein Kindergarten ist, warum er die ganze Zeit irgendwie so die Nähe sucht, aber es nicht ausspricht. Und dann ist die Toleranzgrenze von Martin einfach nicht so hoch und dann geht er. Hä, was macht Martin jetzt? Also, was ist hier eigentlich schon wieder los? Leute, es kommen neue. Moin. Moin. Ja, der Kissen sieht gut aus. Ey, krass. Also da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die den Laden jetzt aufmischen. Das ist das Reinigungspersonal, auf die warten wir doch schon so lange. Jan, ey. Mein Name ist Wladimir, ich komme aus Köln. Kölle! Also wenn jemand aus Köln kommt, da hat er bei mir direkt Pluspunkte, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich bin 36 Jahre alt und ich bin freischaffender Künstler. Ach, der sieht irgendwie so sympathisch aus. Ich habe keinen bestimmten Typen, aber ich mag Männer, die humorvoll sind. Ich bin absolut monogam. Mein Mann und ich gegen den Rest der Welt. Süß! Ja, aber es ist kalt. Trinke ich. Nehme ich. Vielen Dank. Gefiel mir, was ich gesehen habe. Und der Felipe, der denkt sich, danke, RTL. Aber der eine ist ganz nett. Nee, ich finde den überhaupt nicht hübsch. Ich habe nicht gesagt, dass er hübsch ist. Nett ist auch nicht hübsch. Ich finde, Martin könnte einfach dazu stehen, dass er den gut findet. Auch vor Kevin. Sebastian kann mir echt gestohlen bleiben, den brauche ich nicht mehr. Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, Sebastian ist vergessen. Angeblich. Keiner für dich dabei. Nein. Also ich finde den Kleinen ganz nett. Nur spielen. Nicht anfassen. Genau, doch, anfassen schon, aber halt nur spielen. Boah, Martin, jetzt lutsch dir nicht gleich schon wieder mit einem. Ja. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, Martin möchte vor allem Kevin gefallen. Also, vielleicht steht Martin ja insgeheim auf Kevin und weiß es noch nicht. Warum ist Rudi jetzt alleine mit denen? Der redet ja jetzt nur mit dem. Leute, beruhigt euch. Siehst du mal, wie sprunghaft die anderen auch sein können, nicht nur ich. Cheers darauf, auf unsere Verflossenen. Cheers darauf.
So, schauen wir uns mal den zweiten Neuling an. Ich bin Lukas, ich bin 23 Jahre alt. Also ein ganz, ganz junger Hüpfer. Komme aus Hamburg. Vom Beruf bin ich Finanzberater bei der Bank. Da reißt er sein Hemd auf. Okay, wow. What's happening here? Ich bin Lateintänzer seit 19 Jahren jetzt schon. Ach krass, das finde ich ja ein bisschen hot. Ja, mein Ex-Freund ist Prinz Charming Kim aus der dritten Staffel. Was? Und das kommt jetzt direkt rein in die Ankündigung von ihm, die Vorstellung? Hello Kim. Kim war für mich wirklich der Prince Charming. I mean, look at him. Du kennst Kim, ne? Ich war mit ihm zusammen, ja. Dein Ex-Freund. Was? Warte mal, 4, 5, 6. Du warst mit Kim aber zusammen? 7 Jahre schon her. Das kommt natürlich auch direkt dort zur Sprache, denn ich sag's euch, wie es ist. Natürlich weiß das doch schon jeder. So wie ein Buschfeuer immer. He's just came for the fame. Ich würde fast sagen, everyone's just came for the fame. Ich finde das immer so ein bisschen naiv, auf diese Sendung zu gucken und zu denken oder zu erwarten, dass die Leute da drin einfach die große Liebe suchen. Die Leute sind vorrangig da drin, um uns zu unterhalten und einen Job zu machen. Und natürlich vermischt sich das mit privaten Avancen. Das ist natürlich ein bisschen Fluch und Segen zugleich von diesem Job. Muss man wissen, ob man das so eingehen möchte. Es sind echte Emotionen, die wir dadurch bekommen. Ne? Und das lieben wir auch an Reality TV, dass wir echte Emotionen sehen. Weil es sind echte Emotionen in der Regel. Aber natürlich kommen die Leute jetzt nicht nur aus Jux und Dollerei in der Regel da rein, sondern auch für Spaß, aber auch natürlich, weil man sich wahrscheinlich davon in der Regel einen Karrieresprung erhofft. Und das ist überhaupt nicht verwerflich. Man kann beides haben. Man kann diese beruflichen, positiven Effekte mitnehmen, man kann trotzdem die Liebe finden. Ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren, weil er wirklich... Er ist ein guter Auseinandergang. Ja, voll. Das ist doch mal schön, dass da jemand positiv über die Ex-Beziehung redet. Auf uns. Auf uns. Auf uns und auf die Fische und darauf, dass sie jetzt auch alle mal satt sind. Zurück zum Date von Aaron und Tim. Nein, jedenfalls deswegen war ich heute Morgen so ein bisschen... Trinken, nicht reden. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das verunsichert Aaron gerade ein bisschen, ne? Kann ich auch verstehen. Schade, ey. Was warst du mit blockiert? Wir hätten auch von meiner Seite auch einfach mal ruhig da sitzen können und auch einfach mal genießen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Aaron schon so funktionieren würde, aber ich glaube am Anfang schwierig, weil er das quasi so cope. Ich kenne das auch von mir, wenn ich aufgeregt bin, sage ich entweder gar nichts oder viel zu viel. Es gibt nichts dazwischen. Dein Gegenpol muss der eher ruhig sein oder muss er deine Energielevel, muss er das matchen oder? Also mir ist halt tendenziell schon auch wichtig, dass da mal eine Person ist, die auch mal, die mich auch mal erdet. Ja, da wäre doch Tim eigentlich ideal. Wenn das jetzt auch jemand wäre, der genauso viel reden würde wie ich, also dann könntest du mit uns ja auf dem Jahrmarkt auftreten. Ich finde es auch cute, wie selbstreflektierter Aaron ist, muss man wirklich sagen. Und wie macht man das, wie erdet man das? Ja, also indem man auch mal sagt, Aaron, jetzt fahr doch mal 30. Fahr doch mal 30, Aaron. Kannst auch 100 fahren. Ist auch in Ordnung für uns. Das war mein Rundtrip für dich. Ich habe ihn wochenlang geplant. Ah, ja, ich liebe das. Yeah, es war sehr schön. Es war sehr schön, sagt Tim zu Aaron. Und im Einzelinterview sagt er... Also ich glaube, wenn es ein Match gewesen wäre, dann wäre das vielleicht auch noch romantischer geworden. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass beide das so empfunden haben. So richtig ein Match war es leider nicht, ne? So, die zwei Neuen dürfen sich nun auch zwei Datingpartner aussuchen. Ich nehme dich. Oh, cool, ich freue mich. Ja. Ach, Martin. Nimm Philipp mit. Ja. Und Philipp. Und ungelogen, dich habe ich auch so lieben gelernt. Ja, das muss ich auch tatsächlich sagen. Alleine schon, ich feiere deine Attitude. Du bist, wie du bist. Und ungelogen, bleib so. Guck mal, da kriegt der Kevin richtig Honig aus dem Maul geschmiert, ne? Das freut ihn sicherlich. Ich war schon immer so. Ja, bleib so. Kevin ist eine ganz eigene Marke auf alle Fälle. Finde ich richtig süß. Er sieht mich halt als Mensch. Diese Menschlichkeit von mir. Ich besitze ja auch eine. Ich würde fast vermuten, dass das vielleicht gar nicht so häufig passiert bei Männern. Damit könnte man vielleicht Kevins Herz gewinnen. Quad, wie sagt man das? Wie heißt das richtig? So, beim Date fahren sie Quad. Das muss ja einmal sein. Einmal wird immer Quad gefahren bei diesen Dating-Shows, ist ja klar. Yay! Das doppelte Einzeldate geht jetzt weiter mit einem beherzten Griff in die Nüsse. Ah, Brigitte vom Junggesellenabschiedclub war wieder am Werke. Ne? Guter Text.
Erstmal Cheers darauf. Cheers. To the Queers. So, dann gibt's ein kleines Quiz. Da werden wichtige Fragen beantwortet, die absolut relevant sind, die man direkt wissen sollte. Streichen, lecken, küssen, blasen. Was gefällt dir am liebsten? Blasen. Ja, du, dann wissen wir doch Bescheid. Beantwortet doch einfach mal die Fragen in den Kommentaren, Leute. Das ist heute die Kommentaraufgabe. Der Sternzeichennummer, die war einfach, aber jetzt müsst ihr in euer Innerstes blicken. One-Night-Stand oder Beziehung? Beziehung. Beziehung. Ich finde es auch schade, dass sie sowas wie Situationship nicht reinnehmen. Das würde den ganzen Braten noch ein bisschen interessanter machen, finde ich. Zärtlichkeit oder Erotik? Na, auf alle Fälle Zärtlichkeit. Oh, ist doch das Gleiche, oder? Na, auf gar keinen Fall ist das das Gleiche. Zärtlichkeit ist auch Intimität, Erotik kann auch intim sein, aber Erotik ist erstmal nur Sexiness. Und Zärtlichkeit ist halt zärtlich. Erotik muss nicht zärtlich sein. Und Zärtlichkeit muss nicht erotisch sein, ne? Aber ich entscheide mich für Zärtlichkeit. Erotik. Für was entscheidet ihr euch? Ab damit in die Kommentare. Gemeinsame Interessen oder Gegensätze ist auch interessant. Gemeinsame Interessen. Gegensätze. Es ist tatsächlich erwiesen, dass man Gegensätze meistens spannender findet, aber Beziehungen, in denen Menschen Gemeinsamkeiten haben, viele, dass das meistens dazu führt, dass sie länger zusammenbleiben, dass es stabiler ist. Muss natürlich nicht so sein, ne? Aber das ist echt für mich ein reifes Denken, wo ich mir denke, so cool. Hier war ich wieder eine kleine Detektivin, weil, achtet mal drauf, Philippe hat jetzt hier so ein grau-blaues T-Shirt an. Könnte nur auf jeder Ebene was geben. Und hier hat er das Outfit vom Date an. Haben die vielleicht die Sequenz vorher von woanders geholt? Man munkelt. Ich mag sowas. So Romantik und Stimmung und das hier gerade und dich. Als wir hat der Wodka-Soda auf seiner Cap stehen? I kenn him. Wie stehst du zur Monogamie? Wie stehst du zu offenen Beziehungen? Ich habe einfach gemerkt, ich kann das irgendwie nicht. Was jetzt, die Monogamie oder die offene Beziehung? Ist ein komischer Vibe für mich. Die offene Beziehung, oder? Ich finde, sehr viele aus unserer Community haben eine offene Beziehung. Ja, ja. Und ich war eigentlich auch immer so der Meinung, dass ich das nicht möchte. Mhm. Aber ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich das nicht ausschließen würde. Wie war deine letzte Beziehung? Frage ich dich direkt einmal. Ja, es war mit einem Menschen, den ich nach wie vor auch sehr liebe. Der ist wie Familie für mich. Und wie schön du über deinen Ex-Freund redest. Ja. Das ist, finde ich, auch immer eine riesige Green Flag, wenn da nicht so vom Leder gezogen wird. Hast du viele Dates? Nee. Nee. Also zum einen habe ich auch gar nicht so die Zeit, wirklich viel zu daten, weil ich auch viel unterwegs bin. Fühle ich so sehr, ne? Arbeite, viel Training habe. Im echten Leben gibt es einfach zu viele Einflüsse, die darauf negative Einwirkungen haben. Hier gibt es keine, also bis auf die anderen Kandidaten vielleicht, aber deswegen, also ich bin schon mit der Intention, hier jemanden kennenzulernen, deswegen habe ich keine Pläne. Ja, man braucht auch Zeit für den Bums, ne? Was im Sinne des Wortes, lol. Vladi strahlt so eine Wärme aus, auch mit seinen Blicken und diese Augen, die funkeln irgendwie so. Man guckt so rein und denkt so, süß. Ist Martin schon wieder blitzverliebt oder was? Aber es stimmt schon, dass Vladi so eine Wärme ausstrahlt. Das empfinde ich auch so. Ich will ein bisschen reden. Okay. Ich bin richtig nervös. So, kommen wir jetzt zu einem Gespräch zwischen Rudi und Jan. Und wenn jemand sagt, wir müssen reden, ist es meistens nicht so gut. Ich mag dich. Aber, also für... Oh. Sammel dich. Ja. Nein, don't do it. Nee, ich habe irgendwie... Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendwie... Oh nein, ich kann ja nicht so sehen, ne? Irgendwie mehr Gefühle entstehen. Oh, Maus. Ich will Jan in den Arm nehmen. Ach, na, ihr Süßen, ich muss euch mal ganz kurz stören. Ursula braucht ein Feuer. Ja, hier, Schatz. Kevin hat ja wieder ein Mörder-Timing, ey. Ja, ich muss auch langsam mal braun werden. Meinen Haaren zumute. Ich bin ja so eine richtige Liza Minnelli. Falsches Timing. Haaren. Darf ich dich kurz bitten, dass wir ja, sofort zu zweit reden? Ich wollte nur, Feuer haben. Ich kann nicht mehr, ey. Danke, Liza Minnelli. Danke, Liza. Bis später. Okay, weiter im Text. Ich merke, dass es nicht, also dass bei mir nichts im Körper passiert. Ja, manchmal ist das so. Ich wollte jetzt was sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich glaube, Jan verurteilt sich dafür jetzt gerade wahrscheinlich selber total. Ja, aber es ist auch Quatsch, wir kennen uns doch erst an einem Tag. Der denkt sich so, ich bin hier einen Tag, calm down. Aber hey,
in diesen Formaten, das ist so intensiv. Und wenn man mit so einer Gruppe den ganzen Tag zusammen ist, Tag und Nacht, wirklich, das intensiviert alles so krass. Da fühlt sich ein Tag an, manchmal wie eine Woche oder so. Normalerweise trifft man sich ja auch nicht 24/7, sondern irgendwie für ein, zwei Stunden vielleicht mal. Sebastian, hast du gleich mal eine Minute? Ja. Sehr gut. So, Martin kommt vom Date und möchte jetzt Klarheit schaffen mit Sebastian. Für mich ist halt so, alles, was wir hatten, ist für mich komplett verflogen. Das war straight in your face, ne? Richtig Bauchschmerzen gehabt seit unserem Date und seit, es geht jetzt halt in dem Punkt nicht weiter. Ich freue mich mega für dich, dass du in Vladi jetzt da jemanden hast. Ich mich auch. Go with the flow. Okay, dann wäre das ja geklärt zwischen den beiden. Ja, und was machen wir jetzt? Later, bitches. Wir spielen Flaschendrehen. Also du, Licht. Auf jeden Fall machst du nackten Flitzer. Oh my fucking God. Ich kann euch das nicht ganz zeigen, ne? Sonst wird das Video hier gesperrt. Nur Snippets. Mama. Sorry, es tut mir leid. Wer ist für dich der attraktivste Mann hier im Haus? Ich gehe tatsächlich wirklich nach Authentizität. Ja. Ist auch ein schwieriges Wort, ne? Kevin, du hast die Eier am rechten Fleck, Schatz. Pizzi fährt richtig doll auf Kevin ab, oder? Du suchst dir die Person aus, bei der du am meisten hier am Kuss, also du möchtest unbedingt der Person einen Kuss geben und du gehst einfach rum und du küsst die Person, ohne dass die Person das weiß. Ja, gut. Ohne dass die Person das weiß, können wir bitte vorher um Konsent fragen? Whoa! Aber Aaron scheint damit fein zu sein. Passt noch? Okay. Du musst dir von einer Person deiner Wahl auf deine linke Arschbacke einen Kuss geben lassen. Nehmen, Philipp. Ich hoffe so sehr, dass das nicht gesperrt wird, deswegen. Vielleicht blöre ich's oder so. Das war ein sehr zärtlicher Kuss auf den Po. Ich nehme Pflicht. Ich will, dass du Jan küsst. Oh nein, Kevin. Hast du nicht gemacht. Ich glaube ja ein bisschen. Kevin hat das gemacht, weil er dachte, die haben sich noch nicht geküsst. Und vielleicht entsteht dann noch was. Und Rudi denkt sich, ah nee, doch eine körperliche Anziehung. Das ist für alle, wirklich alle Beteiligten unangenehm. Ja, okay, Jan fand es richtig unangenehm. Mit wie vielen Männern hattest du auf einmal Sex? Ich auch immer mal in einem Hotelzimmer Auch auf einmal? Okay. Also ich war mal auf Gran Canaria bei der Pride und dann bin ich auch immer mal in einem Hotelzimmer gelandet. Das waren wirklich alles Bretter, wenn man das so sagen will. Und das waren schon so 20 bis 25. Was? How could you handle it? Respekt? Boah, das ist ja echt krass, du dreckige Schlampe. Das hätte ich nicht von Ich war. We don't want slut-shaming here. Ich war 19. Okay. Lasst euch eins sagen, die Spuren sieht man noch heute. Abgesehen von deinem heutigen Date, welchen anderen jungen Herren findest du hier jetzt so ad hoc am anziehendsten, aber anziehend im Sinne von Gesamtpaket? Oh, das ist aber auch eine gemeine Frage, vor allem, weil Martin ja eh schon so eifersüchtig ist, ne? Philipp. Oh nein, dann sagt er auch noch Philipp. Als Vladin dann Philipp genannt hat, fand ich natürlich nicht geil. Philipp ist ja einfach ein sehr attraktiver Mann. Also er erfüllt ganz viele Schönheitsstandards, die heute gelten. Deswegen hat er ein massives Pretty Privilege. Der Wanderpokal, da haben wir es wieder. Und deswegen kommt er auch, glaube ich, im ersten Moment bei allen richtig gut an, weil alle ihn sehr attraktiv finden. Obviously. Also ich finde auch, das ist ein sehr attraktiver Mann. Ich glaube, dass bei manchen jetzt so ein bisschen der Neid hochkommt. Pro quo, ich möchte genau dieselbe Challenge haben. Bitte zieh einmal blank und lauf einmal über den Pool. Oh Gott, Leute. Mama und Papa haben euch lieb. Ich habe es ganz kurz nur eingeblendet, Leute. Ich hoffe so sehr, dass dieses Video noch monetarisiert wird, ne? Martin und Vladi in den Pool. Und das ist ja wirklich der Glücksort von Martin, würde ich behaupten. Das ist ja schon ein bisschen cute. Jetzt wünscht ihr was? Ja. Den ersten? Den? Dein Wunsch geht immer von mir. Oh, das werden wir sehen. Ich hoffe sehr, dass das mit Vladi klappt. Küssen die, lecken die, was machen die? Küssen, lecken die. Ich kann nicht sehen scharf. Ich muss meine Sonnenbrille aufsetzen, um scharf zu sehen. Warte. Warte, ich recherchiere das. Ganz unauffällig. Bitte recherchier das, Jan. Ich lieb's einfach komplett, ne? Dieser Humor, ich hab's so vermisst. Alles, was ich heute gesagt habe, und alles, was ich quasi spüren lassen habe, war echt. Süß. Ich meine zu wissen,
dass ich schon ein Gespür dafür habe, jemanden. Huch! Wir knutschen schon. Jetzt knutschen. Jetzt. Der so, halt die Klappe, wir knutschen jetzt. Willst du mir so die Klappe ins Bild einziehen? Ja, und dann geht die Luzi gleich weiter ab, ne? Schlag auf Schlag. So, nun Leute, zieht euch warm an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich hab dich durchschaut. Die größte Natter hier. Ja, die größte. Die allen schöne Augen macht, aber es bei niemandem ernst meint. Da hat er wirklich recht. Ja. Irgendwas spielst du hier. Ja, du spielst. Du tust, als wärst du so eine Weihrauchrolle, aber bist du gar nicht. Weihrauchrolle, ist auch schlecht. Weihrauchrolle? Was ist denn eine Weihrauchrolle? Ach so, weil er so spirituell ist? Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Hä? Was ist denn hier los? Ehrlich gesagt, verstehe ich's auch nicht so ganz. Ich bin sauer auf dich. Okay, Martin ist sauer auf Philipp. Warum? Weil er gewählt wurde von Vladi als zweitattraktivster Mann für ihn. Sie wissen mir, ob das witzig ist oder nicht witzig. Also gerade finde ich es nicht witzig. Ja, ich weiß ja nicht, warum, was denn? Ich finde, du bist sehr sprunghaft. Aber warum ist er sprunghaft? Was macht denn Philipp? Eigentlich gar nicht sprunghaft. Doch. Nee. Doch. Okay, alle sagen doch. Alle sagen doch. Du machst jedem schöne Augen, Schatz. Jeden. Das ist auch okay. Ja. Du bist so ein Sunshine. Mhm. Ach so, das meinen die. Ja. Ja, okay, got it. Philipp flirtet halt dort einfach, was das Zeug hält. Er ist halt auch ein attraktiver Mann. Und ich denke halt auch, wenn die ganze Bude auf einen steht, dann genießt man das wahrscheinlich auch erstmal, oder? Empfindet ja. Gefühlt jeder hier. Und du machst vielen schöne Augen. Und du lässt alle in der Luft hängen und alle denken, du flirtest mit ihm. Und das ist einfach so. Und das löst wahrscheinlich in anderen Unsicherheiten aus, kann ich mir vorstellen. Aber kommt dann die Wut darüber daher, dass man selber sich eigentlich mit der Person was vorgestellt hat und was vertiefen wollte und das jetzt irgendwie als Bedrohung sieht, dass die Person mit einer anderen Person mit anderen flirtet? Oder woher kommt das dann? Soll ich mir jetzt eine Sonnenbrille anziehen oder sonst was? Das ist meine Acht einfach. Und erstmal habe ich mit keinem was gemacht. Ich habe mit keinem geknutscht. Ich habe mir weder auch irgendeine Hand auf den Arsch gelegt oder sonst was, was ihr natürlich alle macht hier. Ja, irgendwie verstehe ich Philipp so ein bisschen. Ja, aber wenn die Wahrnehmung bei allen anderen so ist, dann ist es ja schon irgendwie falsch. Ich bin ja nicht falsch im Spielen, weil ich euch ja sage. Was ja, abgeht. Aber du lächelst irgendwie schon zu viel. Und das war meine Wahrnehmung. Ja, come on, aber lass den Mann doch lächeln. Und wenn du reden willst, dann kannst du reden. Ja, Philipp hat keinen Bock mehr, würde ich sagen. Der verlässt jetzt einfach das Gespräch. Alle alt genug. Und das ist das Ding. Ich rede morgen mit euch. Ja, ja, lauf weg wie ein kleines Kind. Ach, come on, man muss ihn jetzt nicht so abwerten. Das ist nicht cool. Fake Bitch. Nee, ich glaube, Philipp hat einfach nur keinen Bock mehr auf dieses Gespräch. Mach dem Nächsten schöne Augen. Also ich glaube tatsächlich, da spricht schon ein kleines bisschen Neid raus, dass Philipp einfach bei jedem so gut ankommt. Aber Martin kommt ja auch bei vielen gut an, deswegen verstehe ich es gerade gar nicht. Entspann dich. Nee. Die haben auch Alkohol getrunken. Ne? Nicht, dass das eine Entschuldigung ist, aber da geht die Luzi noch mehr ab. Ich entspann mich nicht. Bleib hier. Ich glaube, Philipp hatte einfach keinen Bock auf dieses Gespräch. Das fand ich so respektlos in diesem Moment. Ich meine, klar, der hat sich ertappt gefühlt, deswegen ist er auch so ausgeflippt. Ich sag dir, ich schwör's dir, ich explodiere gleich. Sei mir nicht böse, aber... Ich muss gleich meditieren gehen. Es ist ein Charming Boy. Nein, das ist kein Charming Boy, das ist ein Charming That escalated way too far. Also ich glaube, Martin hat einfach nur ein Problem damit gehabt, dass Vladi antworten musste, wen er am attraktivsten fand und meinen Namen genannt hatte, weil das war so, ich bin nicht Nummer eins. Ich glaube auch, dass es in die Richtung ein bisschen geht. Also Martin ist ja trotzdem noch Nummer eins, aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Auslöser war am Ende. Bitches, ich liebe das. Pizzi ist einfach so, yes, I love the drama. Weißt du, warum ich mich aufrege? Weil er so tut, als wüsste er nicht, was er tut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was tut Philipp denn? Er weiß, was er tut. Schwester, jetzt beruhig dich mal. Nee, ich bin richtig sauer, wirklich. Wie süß. Ja, ich schwör's dir. Das ist ja auch wieder eine richtig absurde Situation. Martin ist richtig am Rumragen. Und Vladi steht so krass auf ihn, dass er es süß findet. Sag euch, ich bin im Ghetto aufgewachsen. Okay, was hat das jetzt mit der Situation zu tun? Ganz ehrlich, Martin ist für mich gestört. Ach Leute, jetzt beschmeißt euch doch nicht auf jeder Seite mit Scheiße. Und ich dachte auch wirklich bis gestern noch so mit Tim und mit Philipp, ich bonde voll gut mit denen. Ich habe mit beiden irgendwie so krasse Connection. Und beide sind so, ob unbewusst oder bewusst, so intransparent und auch irgendwie nach jedem Gespräch, nach jeder Berührung, nach jedem Date
wie ich es jetzt mit dem einen hatte, fühle ich mich eigentlich tendenziell eher beschissener als davor. Oh. Ja, die sind halt beide, finde ich, so sehr hard to get, ne? Also ich glaube, was jetzt bei Martin so hochgekommen ist, ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Zusammenspiel aus. Er hatte am Anfang mit ihm so eine Anbandelung, das ist dann aber irgendwie abgebrochen und schiefgegangen. Jetzt ist er am Anbandeln mit Vladi und der gibt ihm jetzt Bestätigung, aber er findet ja Philippe auch gut und das weiß er jetzt und er weiß auch, dass eigentlich alle Philippe gut finden. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, so, okay, irgendwie macht es mich sauer und Philippe ist halt am Flirten, das ist ja auch völlig valide, darf er ja auch machen. Und jetzt bauscht sich das halt so ein bisschen auf, auch in dieser Gruppendynamik. Weil ein Aaron ja eigentlich auch interessiert an Philippe ist und auch an Tim. Zumindest haben wir das in der ersten Folge so gesehen. Vor allem bei einem Philippe ist es so, der hat ja so viele Möglichkeiten. Der müsste sich ja erstmal auf einen festlegen und entscheiden, um sich darauf einzulassen. Meine aktuelle Gefühlslage ist ein bisschen instabil. Ich glaube, so muss es Martin seit 30 Jahren gehen. Oh nein! Don't do this to Martin! Dann kommst du und bist irgendwie so echt und authentisch und dabei so... Mir wurde auch schon vorgeworfen, dass ich nicht authentisch bin. Ja. Aaron ging es gar nicht gut. Und dann habe ich immer so ein bisschen so einen Beschützerinstinkt. Und dann habe ich ihn so in den Arm genommen. Und die Situation war schon eher innig für mich. Süß, die zwei habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Das ist ja so eine gute Überraschung. Ich finde, dieser Kurs ist wirklich schön entstanden. Ich würde gerne bei Aaron herausfinden, ob das weitergeht. Und ich empfinde ihm gegenüber auch ein bisschen was. Ja, machen wir doch mal weiter in der Charming Suite. Da sind nämlich mittlerweile Martin und Vladi in der Dusche. Suite. Nee, sehr feurig. Ich glaube, ich kann es vergessen mit der Monetarisierung hier, ne? Ich heule. Die haben nach Honig geschmeckt und nach many more. Okay, und da ist die Hand in der Hose. Let's get in hot in hier, Leute. Okay, und dann passiert was, was ich gar nicht verstehe. Die gehen aus der Charming Suite raus, aus diesem geilen Bett. Um bei den anderen zu schlafen? Unser lieber macht sie im Dach, der muss wieder den ganzen Laden unterhalten. Und weil das Feuer schon an war, dachte ich mir, komm, wenn ich jetzt wieder Kommentare von der Seite gebe, ist wieder, glaube ich, ein ganz falscher Dress. Deswegen habe ich gedacht, okay, Philipp, schlaf einfach draußen. Ja, Philipp geht einfach der Situation voll aus dem Weg, ne? Ich kann es auch ein bisschen verstehen, tatsächlich. Okay, guten Morgen, Leute. Schwänze. Ach, was werde ich für Schwänze geben? Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Oh, Kaffee. Und süß, Vladi möchte Martin direkt einen Kaffee ans Bett bringen. Der ist richtiges Husband-Material, ne? Martin kann sich zulassen. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aus diesem Zimmer rauszugehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Martins Idee war. Ich weiß es aber nicht. Wisst ihr, was mein Problem gerade ist? So, Krisenbesprechung auf der Toilette. Ich muss scheißen. Ich kann nicht glauben, dass wir diesen Punkt erreicht haben, dass wir Reality-TV-Shows angucken und dann Leute sehen, die gerade wirklich auf dem Klo scheißen. Sind wir etwa doch in einer Folge Black Mirror? Hör jetzt zu. Ja. Ich mag Vladi und ich merke jetzt gerade, er ist auch voll into me. Und jetzt bin ich wieder so... Gelangweilt. Nicht gelangweilt, aber jetzt bin ich wieder so, oh nee, ich glaube, das ist mir doch zu viel. Du fühlst dich jetzt direkt wieder eingeengt. Ja. Das ist Bindungsangst. Das ist ganz plakativ Bindungsangst. Schwester, weiß ich nicht, du musst irgendwann mal lernen, dass Verbindlichkeit auch was Gutes sein kann. Preach it, Aaron. That's the fucking point. So typisch, ich finde jemanden toll, gehe auf ihn zu. Wenn der dann auf mich zukommt, zu viel, dann bin ich so, ah, okay, tschüss. Ja, deswegen steht er wahrscheinlich in der Regel entweder auf emotional unerreichbare Menschen oder generell unerreichbare Menschen, not available Menschen. Einfach Menschen, die nicht verfügbar sind, egal ob die vergeben sind oder einfach emotional nicht verfügbar, die keine Beziehung wollen, der ganze Bums. Oder wenn sie das wollen, dann will er nicht, weil einfach schon von vornherein die potenzielle Beziehung sabotiert wird. So, die Küchenpsychologie ist wieder da, ne? Wenn du dann auch wieder mal keinen hast, wo du denkst, er könnte mich einengen, bist du halt nicht eingeengt genug. Ja, genau. Ja, das ist Angst vor Nähe. Naja, muss man gucken, was dahinter steckt. So Tendenzen haben tatsächlich viele Menschen, mich mit eingeschlossen. Und da muss man gucken, okay, was liegt denn dahinter? Also warum habe ich denn so Angst vor Nähe? Warum habe ich Angst vor Verbindlichkeit, vor Bindung, vor Beziehung? Wovor habe ich Angst? Was habe ich Angst, was dann passiert, wenn ich es eingehen könnte, wenn das passieren würde? Ist es das Verlassenwerden? Ist es das Alleinsein? Was ist es? Ja, momentan zweifle ich so ein bisschen an Philipp aufgrund der ganzen Meinungen.
Oh nein. Charming Boys, die Gentleman Night steht an. Sebastian, Pizzi, Rudi, Vladi und Lukas. Für euch ist es nicht nur die erste Zeremonie. Heute dürft ihr die Krawatten vergeben. Ah, es werden immer Leute ausgesucht, die eine Krawatte vergeben. Das Format ist ja neu, Leute. Ne? Wir wissen ja alle noch nicht so richtig, wie es funktioniert. Habe ich irgendwas gemacht? Nee, nein. Also, Philipp spricht direkt das Problem an bei Lukas. Du warst irgendwie komplett an irgendwann komplett abwesend den ganzen Nachmittag weg. Also habe ich nur gespürt. Ich finde es super, dass er nicht erst mit 10 anderen Leuten vorher redet, sondern dass das einfach direkt bei ihm anspricht. Das ist eigentlich mega gut. Ich habe das Gefühl, du hast hier voll den schlechten Ruf. So, aber ich halte viel von dir. Und ich finde dich ja, ich finde dich auch gut. Aber die Gruppendynamik macht Angst dann, oder? Wahrscheinlich. Also ich bin so verunsichert, weil so viele Meinungen und so viele Sachen. Wenn ein Martin da um die Ecke mit jemandem knutscht, dann ist das wieder kein Ding, weil er Martin ist, weißt du so. Ja. Dann denke ich mir so, dann ist das wieder cool. Ja. Weil dann wieder, ja, ich verstehe, was du meinst. Und die alle in einem Boot sitzen, weißt du, dann ist das alles cool und locker. Aber ja, sobald ich dann das mache, dann ist das wieder quasi das. Aber hat er denn um die Ecke mit jemandem geknutscht? Hat er ja nicht mal, oder? Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die Gruppendynamik noch weiterentwickelt. Wir kommen jetzt auf alle Fälle zur Entscheidung. Weil heute wird schon einer gehen. Also jetzt gleich. Es passiert so viel. Also ich würde gerne jemandem von euch die Krawatte geben, mit dem ich tatsächlich sehr schöne Gespräche geführt habe. Das ist perfekt. Ja, haben wir damit gerechnet, ne? Und ich sage nur, schöner fremder Mann. Martin, bitte. Kann ich nur zurückgeben. Farbe der Hoffnung. Vielleicht werde ich heiraten. Wir wissen es nicht. Drück mir doch mal die Daumen. Das halten die natürlich wieder nicht aus, ne? Ihr seid doch nur neidisch. Schöner fremder Mann. Ich dachte mir so, oh mein Gott, hör mir doch auf. Ihr seht euch eh nie wieder. Wenn ihr hier raus seid, die eine geht nach Hamburg, die andere nach Köln und das war's dann. Nach einer Achterbahnfahrt, die verrückt war, und vielen Gesprächen auf Augenhöhe, mit viel Respekt und mit wahnsinnig viel Verständnis, würde ich gerne Jan die Krawatte geben. Oh, ich finde es richtig, richtig cute, toll von Rudi, dass er Jan die Krawatte gibt. Das scheiße finden, wenn du gehst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn... Aber die Farbe gefällt mir nicht. Oh, 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 oh! Oh, komm her, ich trage dich rüber. Ja, bitte. Und das ist nicht kitschig? Es bleiben übrig Tim und Philipp. Die Person, die mich in vielen Gesprächen sehr fasziniert hat. Und das ist Philipp, bitte. Ich lieb's, wie hinten alle gucken. Ja, das ist richtig schockiert. Das war unser erster richtiger Kuss und das war so unerwartet und nicht geplant und nicht irgendwie gezwungen. Es war irgendwie so, wir haben es einfach gemacht und das fand ich das Schöne daran. Süß irgendwie, ne? Irgendwie süß. Und ich wünsche euch viel Spaß und seid lieb zueinander. Schade, dass Tim jetzt schon gehen muss, ehrlich gesagt. Wir haben nicht so viel in diesem Format von ihm gesehen, aber ich wünsche ihm alles Gute. So, der uns hier verlässt. Oh. So, Leute, wir gucken rein, was nächste Woche passiert. Was ist das denn? Das ist die Unterwäsche von meinem Typen. Ich hoffe, dass hier irgendwelche Neuen reinkommen. Ich habe einen Neuen verschossen. Kann ich wieder nicht entscheiden. Schatz, den Apfel habe ich vergiftet. Der war für Philipp. Er versucht ja jeden zu verzaubern wie die gute Fee von Cinderella. Da ist was in der Luft. Ich würde dich ganz gerne einmal anfassen. Als du mich im ersten Moment gesehen hast, was dachtest du denn? Ich hab's gefeiert, weil du schon sehr ikonisch bist. Die bumsen jetzt. Ich werde heute den Charming Boy Sweet Game. Die ist schon besetzt. Rein. Oh Gott, Leute. Was geht denn nächste Woche ab? Ich weiß noch nicht, ob ich ready dafür bin. Schaltet gerne wieder ein nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.